der von der Nikolaikirche ausgeht. Keine Gewalt, Kerzen in der Hand, eine demonstrative Betonung der Friedlichkeit der Bemühungen hat es natürlich auf der anderen Seite auch leichter gemacht. Und die Verantwortlichen auf der anderen Seite bis in die höchste Führung der DDR, die Gewalt auch nicht angeordnet haben, haben damals mit großer Verantwortung gehandelt. Aber natürlich die letzte Entscheidung lag in Moskau, aber nicht die letzte Entscheidung, was irgendwo vor Ort passiert. Das war die eine Sorge. Die andere Sorge, die mich begleitete, war, welche Reaktion wird das in Moskau auslösen? Sind Gorbatschow und Schewardnadse stark genug, ihren Kurs durchzuhalten? Oder wird es die alten Kräfte geben, die sagen, da seht ihr, wohin es führt? Die gab es ja. Und die gab es ja, dass wir haben ja 91 erlebt, wie sehr es diese alten Kräfte gab. Echt? Also da lag die Hauptbesorgnis und deshalb ist es nicht nur ein Verdienst der Ostdeutschen, dass sie sich für Demonstrationen entschieden haben, sondern auch wie sie demonstriert haben. Dass sie sich ganz klar bewusst waren, hier darf nichts geschehen, was als Provokation verstanden werden kann oder auch gern missverstanden werden kann. Das ist wirklich, das kann man nun mit der größten Anerkennung sagen. Und deshalb ist es für mich so wichtig, damit wir auch in unserem Geschichtsverständnis das festhalten, dass wirklich vom Osten her mit bloßen Händen die Mauer zum Einsturz gebracht wurde. In diesem Herbst war das Glück der Geschichte ja mit den Deutschen. Und wenn Ihr Satz auf dem Balkon von Prag der schönste unvollendete Satz der deutschen Geschichte ist, so war Schabowskis Ankündigung von der sofortigen Grenzöffnung am 9. November vielleicht der schönste Fehler der deutschen Geschichte. Fast jeder weiß, was er in der Nacht des Mauerfalls erlebt hat, wie er das miterlebt hat. Wo war der Außenminister Genscher? Ja, ich war mit Helmut Kohl zu einem offiziellen Besuch in Warschau, wo uns beim Abendessen die Nachricht erreichte. Wir haben uns dann noch zusammengesetzt und hatten noch eine sehr wichtige Frage, unsere Reaktion zu entscheiden. Und es war eigentlich klar, wir gehören jetzt nach Deutschland oder um es genauer zu sagen, nach Berlin. Und wir hatten ja alles dafür getan, dass die Bundesregierung nicht etwa als Anheizer der Entwicklungen erschien. Wir mussten also auch mit großer Verantwortung in Berlin sprechen, was ja auch in dieser großen Kundgebung vor dem Schönerberger Rathaus geschah, wo ich sagte, es ist ganz wichtig, dass wir zum Ausdruck bringen, dass vor Deutschen, die für die Freiheit eintreten und von Deutschen, die in Demokratie geeinigt sind, nie eine Gefahr für unsere Nachbarn ausgegangen ist. Und das wurde auch von den Menschen dort ja mit großer Begeisterung aufgenommen. Im Gegensatz zu Helmut Kohl, also bei Ihnen hat man nicht gepfiffen und geboten. Ja, Helmut Kohl war es anders. Ich kann heute noch nicht verstehen, warum dieses Five-Konzert war, und ich empfand es als nicht nur unpassend, sondern als ungerecht. Beschleunigt wurde der Fortgang der Dinge im November 89 unter anderem durch einen gar nicht so spektakulären Besuch des Vertrauten von Fahli, Nikolai Portugalow, im Kanzleramt, der dort die Moskauer Überlegungen in Sachen Deutschland vortrug, was, wie wir heute wissen, die Erinnerungen von Teltschik unter anderem, des Vertrauten von Helmut Kohl, ja der Grund war für den 10-Punkte-Plan von Helmut Kohl im Bonner Bundestag. Wie standen Sie damals zu diesen Gesprächen und wie stehen Sie heute dazu? Ich stehe heute dazu wie damals auch.
Helmut Kohl sagte, das sagte er als Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Union. Es war im Kabinett nicht abgestimmt. Und das hätte normalerweise auch heftige Reaktionen herausfordern müssen. Das hielt ich für gänzlich falsch in einer Situation, wo darauf ankam, dass die Bundesregierung als handlungsfähig und einig erschien. Und ich habe die Reaktion ja erlebt, die bei unseren Partnern genauso wie in Moskau vorhanden waren, dass man darüber überrascht war. Nur, ich halte das nicht für eine Sache, die man heute in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen soll, weil unsere Überzeugung, die des Bundeskanzlers Helmut Kohl und die des Außenministers Hans-Dietrich Genscher, wenn die Einheit möglich ist, dann so schnell wie möglich, damit nicht noch etwas geschieht, die war ja da und hat sich dann auch in der kommenden Zeit bewährt. Wir sind aber auch bereit, noch einen entscheidenden Schritt weiterzugehen, nämlich konföderative Strukturen zwischen beiden Staaten in Deutschland zu entwickeln mit dem Ziel, eine Föderation, das heißt eine bundesstaatliche Ordnung in Deutschland zu schaffen. Aber es war doch schon eine schwierige Situation, wenn Helmut Kohl etwas vorträgt, das er vorher nicht mit Ihnen abgestimmt hat, bewusst nicht abgestimmt hat, und Sie müssen es anschließend in Gesprächen unter anderem bei Gorbatschow ja vertreten. Also Sie waren ja sozusagen dann der Sündenbock beinahe von recht harschen Reaktionen, die eigentlich auf den Kanzler zielten. Ich war Mitglied der Bundesregierung. Und Gorbatschow sagte in diesem Gespräch zu mir, ja, Sie haben es ja vorher auch nicht gewusst. Das konnte man ja in jeder Zeitung lesen. Und da habe ich ihm gesagt, das gehört nicht an diesen Tisch. Das ist ein Thema, über das in Bonn zu sprechen ist. Ich meine, das, was mir Gorbatschow sagte, war ja nicht nur Kritik an diesem 10-Punkte-Plan. Eigentlich, verstehen Sie, die Kritik bezog sich auf etwas anderes. Gorbatschow hatte verstanden, hier ist etwa eine historische und im Grunde unaufhaltsame Bewegung im Gang. Er wollte nicht als ein Getriebener, sozusagen als ein Objekt der Entwicklung darstellen, so als ein Gestaltner. Und wollte deshalb, und darauf hat er ja auch Bezug genommen, beteiligt daran sein, so wie wir es auch in der Erklärung im Juni vereinbart hatten, dass wir uns in wichtigen Fragen verständigen. Nun war ja dennoch der Beginn Dezember 89 die vielleicht schwierigste, kritischste Phase auf dem Weg zur Einheit. Gorbatschow hat ja damals noch nicht gesagt, ja, das wollen wir. Nein. Die britische Premierministerin hat sich recht bald sehr negativ geäußert. Und der französische Präsident hat Ihnen und offiziell gegenüber sich ja positiv geäußert für den Weg. Aber es gibt ja in Sachen Mitterrand durchaus auch andere Quellen, die sagen, dass er sich intern ganz anders geäußert hat, nämlich negativ, nach dem Motto, verzögern, wenn nicht verzögern, heißt verhindern. Nein, es ging nicht um Verhindern. Und auch nicht um Verzögerung. Für ihn war wichtig, nicht in der Lage eintreten zu können, in der Gorbatschow ins Wanken gerät. Das war übrigens auch unser Ziel. Deshalb haben wir ja auch in unseren öffentlichen Erklärungen die größte Zurückhaltung gezeigt, aber haben ganz klar gemacht, wo wir stehen und was notwendig ist. Und er hat mir ja Mitterrand am 29. November 89 auf meine Frage, wie halten Sie es mit der deutschen Vereinigung, ganz klar gesagt, deutsche Einheit ist eine historische Notwendigkeit. Und Frankreich steht wie immer an der Seite Deutschlands, aber ich frage Sie, und das war für ihn die Kernfrage, welchen Weg wird das vereinte Deutschland beschreiten? Wird es den europäischen Kurs der Bundesrepublik, so heute, wie sie heute ist, fortsetzen? Oder wird es die alten Wege beschreiten? Und dann fügt er hinzu, ich will Ihnen sagen, auch dann stellen wir uns nicht entgegen. Eine historische Notwendigkeit wird kommen. Aber wenn Deutschland die alten Wege, das hieß zwischen dem Westen und dem Osten, eine Abkehr von der europäischen Einigung, eine Abkehr vom westlichen Bündnis, dann werden wir die alten Allianzen neu beleben. Also
Ich habe Mitterrand stets als einen sehr geschichtsbewussten Mann erlebt. Und ich widerstreite deshalb und widerspreche in aller Energie jedem Versuch der Unterstellung, Mitterrand sei gegen die deutsche Vereinigung gewesen. Der Umschwung in der außenpolitischen Lage zwischen den Schwierigkeiten Anfang Dezember 89 und der positiven Entwicklung dann Januar, Februar 90, ist mein Eindruck richtig, dass auch die Macht der Bilder des Fernsehens da eine Rolle spielte? Der Besuch von Kohl in Dresden Mitte Dezember 89 mit den schwarz-rot-goldenen Fahnen auf den Straßen, die Öffnung des Brandenburger Tors an Weihnachten, dann dieses ungeheuer freudenvolle gemeinsame Silvesterfest auf der Mauer in Berlin, hat das in den Kabinetten der vier Mächte nicht auch das Bewusstsein noch verstärkt, eine solche machtvolle, auch demokratisch Bewegung, das darf man nicht verhindern? Ich glaube schon. Ich meine, die Überzeugungsarbeit musste ja nicht, ich sage es noch einmal, in Paris geleistet werden. Wenn Sie einmal sehen, wie die französische Öffentlichkeit damals reagiert hat. Auch die englische Öffentlichkeit. Margaret Thatcher war ja mit ihrem Widerstand relativ isoliert. Ich habe das selbst im Verhalten meines britischen Kollegen Douglas Hurd empfunden, der sehr viel offener in dieser Frage und hilfreicher und unterstützender war. Ich will von den Vereinigten Staaten gar nicht sprechen. Nicht? Denn der damalige Präsident Bush und der Außenminister Baker, die haben das nicht nur mit Sympathie gesehen, die haben es ja mit allen Kräften, und das sind ziemlich viele in Amerika, die Kräfte meine ich, diese Vereinigung unterstützt. Aber sie haben schon recht, die Macht der Bilder hat vorher die Mauer mit zum Einsturz bringen können, aber die Macht der Bilder hat eben auch auch in Moskau verständlich gemacht, dass das ein unaufhaltsamer Prozess ist, den es jetzt, wo es notwendig sei, in die richtigen Bahnen zu bringen. Bevor Sie Anfang Februar 90 mit Helmut Kohl in Moskau sich das Ja von Gorbatschow, das öffentliche Ja, zur Einheit abholten, gab es ja Ende Januar 90 in Moskau eine wichtige Politbürositzung über diese Frage. Wie sollen wir uns verhalten, war die Frage der sowjetischen Führer. Und die Richtung dieses Gesprächs, wenn wir es heute aus den Protokollen, die vorliegen, verfolgen können, war ja so, wir können die DDR nicht mehr halten. Wir haben keinen eigenen Landkorridor in die DDR. Wenn Polen aus dem Warschauer Pakt austritt, Tschechoslowakei abtritt, Ungarn austritt, können wir die DDR. Aber wenn wir sie schon verlieren, wollen wir doch so viel wie möglich rausholen. Solche Stimmen gab es ja in dieser Sitzung. Ist es so gesehen nicht fast ein kleines Wunder,